Wir haben ja auch keinen Rollwagen mehr drin, der jetzt bei der Schräge. Draußen. Ja. Einfach so. Nur Steadicam. Genau. Die fällt. Jo, stimmt. Mein Name ist Sören Holsten, ich bin 19 Jahre alt und habe im letzten Jahr den Spot für Freiwilligendienste initiiert. Läuft, Kamera läuft. Schon läuft? Schon läuft. Szene 15, Take 1, klappe die erste Ton. Null. Fertig. Okay. Alle bereit? Komm, bitte! Bitte! Action! Bitte! 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 Und Action! Und Action! Und Action. Guten Morgen. Das Schöne war, dass die ganzen jungen Leute, die da mitgearbeitet haben, am Anfang beim ersten Drehtag um 5 Uhr morgens hier in Bremen natürlich noch den Umständen entsprechend euphorisch waren und sich die ganze Freude noch ein bisschen in Grenzen gehalten hat. Dafür war es am Ende wirklich so, dass die Leute auch richtig was dazugelernt haben. Also sie haben, es war auch so ein gewisser Lernprozess, wenn auch nur in Anführungszeichen vorhanden. Aber es war immer einer da und das war eigentlich ein sehr schönes Gefühl, wie ich dann den Kameraassistenten angeschaut habe, der ebenfalls gerade ein freiwilliges Jahr macht und einfach von ich habe mal ein paar Videos gemacht in der Schule und so weiter zu, ja, ich weiß jetzt, wie man das aufbaut und ich weiß, wie man das Set aufbaut und worauf man achten muss bei der Kamera, dass das auch am Ende wirklich da war, das war eigentlich das allerschönste Gefühl. Tür jetzt auch mal zu. Also wenn ich das so rückblickend betrachte, würde ich fast sagen, dass mir die Laborszene am längsten in Erinnerung bleiben wird, weil ja, das war ja meine Szene und ich muss gestehen, ich war ziemlich aufgeregt und es war einfach, also so da am Set zu sein und einfach so ganz viele Leute zu haben, die um einen rumlaufen mit den ganzen Einstellungen für Ton, für Kamera, für Licht, das hat einfach total Spaß gemacht. Und es war einfach eine ganz tolle Erfahrung und auch so einfach so zu spüren, so dass da wirklich so diese Energie am Set herrschte und die ganze Atmosphäre war einfach total toll und man hat einfach sehr gemerkt, dass die Leute, die da waren, auch einfach total Lust auf dieses Projekt hatten und da wirklich auch hinterstehen. Das war total super. Ein Tag mit Freiwilligen, das beschreibt den Spot wahrscheinlich am einfachsten. Ich habe mich dafür entschieden, kurze Szenen nur anzuspielen aus den jeweiligen ganz unterschiedlichen Bereichen eines solchen Freiwilligendienstes, damit der eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt sind, denn der eigene Freiwilligendienst, der wird sicherlich ganz eigene Highlights haben. Eher so ein bisschen, dass ich mir jetzt Sorgen gemacht habe, dass ich dann irgendwie aus Versehen meinen Text vergesse oder einfach dann ich dann doch irgendwie was missverstanden habe und dadurch sich das in die Länge zieht. Aber ich fand so mit dem Team, das wir da hatten, war das ja eigentlich gar kein Problem. Also die waren alle total professionell und haben sich einfach auch darum gekümmert, dass es total gut läuft und deswegen war sehr gut. Und bitte! Hast du jetzt die Tür gerade zu?
Ich komm nicht rein. Wir wollen zeigen, dass ein freiwilliges Jahr kein Jahr Pause ist, sondern etwas ganz Besonderes. Was ich zum vierten Drehtag sage? Ja. Das würde mich mal interessieren jetzt. Scheiße, ich habe keine Worte. Psst. Ich habe keine Worte, Mann. Ja? Das hat mich so tief emotional. Also du bist sprachlos. Ja, ja. Ich denke, es ist wichtig, dass junge Menschen einfach von den Freiwilligendiensten erfahren, weil das meiner Meinung nach eine sehr wichtige Option ist, die man als junger Mensch hat. Und ich glaube einfach, dass die Freiwilligendienste auch gerade in der Entwicklung, so, die man in unserem Alter so durchmacht, einfach total hilfreich ist. Und deswegen finde ich das Sprechermodell gut, weil man einfach dadurch noch viel mehr darüber informiert wird, über die Freiwilligendienste. Und ja, ich glaube einfach, das ist sehr wichtig und sollte noch mehr verbreitet werden. Egal wie der Film anschlagen wird, auf jeden Fall, dass man das menschlich erreicht hat, dass man nämlich junge Leute, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, zusammenführen kann, das ist wirklich voll und ganz geglückt und aufgegangen. Und das ist das, worüber ich mich sehr freue. Vor allem war ganz wichtig bei der Produktion, dass... Super. Eins. Oh, stopp. Stopp. Ich denke, ich würde am ehesten sagen, dass dieser Werbespot ein großartiges Projekt ist von vielen verschiedenen jungen Menschen aus Bremen, die sich dafür einsetzen, dass die Freiwilligendienste noch mehr Anklang finden und sich noch weiter verbreiten, weil das eine großartige Chance ist, denke ich, gerade für junge Menschen, die man wahrnehmen sollte. Und ich muss sagen, das hat mir total gut gefallen und ich würde mir auch wünschen, dass das auch noch bei mehr Leuten ankommt, die eben diese Freiwilligendienste machen, weil ich es wirklich für eine sehr gute Idee halte, dass das so noch ein bisschen weiter unter die Masse kommt. Ich habe, denke ich mal, jetzt ziemlich häufig schon genug gerne gesagt und von daher ist jetzt, glaube ich, einfach mal der Moment gekommen, dass ich auch mal Danke sagen kann bei den ganzen Leuten, die da mitgearbeitet haben, denn alleine hätte ich vielleicht ein Selfie machen können oder ein YouTube-Video, aber ganz sicher keinen Spot für Freiwilligendienste und deswegen danke.